Hallo ihr Lieben, ich grüße euch. Herzlich willkommen zu diesem Video hier auf diesem Kanal. Heute habe ich für euch einen Erfahrungsbericht von meiner Gallenblasenleberreinigung nach Florian Sauer, die ich kürzlich bei mir zu Hause durchgeführt habe. Das war jetzt nicht das erste Mal. Vor knapp 2 Jahren, im März 2020, habe ich die Gallenblasenleberreinigung nach Florian Sauer das erste Mal durchgeführt. 2012 bin ich das erste Mal mit dem Thema Gallenblasenleberreinigung in Berührung gekommen. Ein Bekannter hat mir ein Buch empfohlen von Andreas Moritz. Ich weiß gar nicht mehr den Titel, auch die wundersame Gallenblasenleberreinigung oder so ähnlich. Und dann habe ich mir auch das Buch besorgt und habe zwischen 2012 und 2013 bestimmt so 4, 5, 6 Mal die Leberreinigung nach Andreas Moritz praktiziert. Also noch in einer sehr vereinfachten Form. Florian Sauer hat diese Art der Leberreinigung modifiziert, weiterentwickelt und ich muss ganz ehrlich sagen, ich vertrage diese Gallenblasenleberreinigung nach Florian Sauer viel besser, aber da werde ich dann später noch darauf eingehen, warum das wahrscheinlich so ist und ich werde auch am Ende des Videos so kurz diese Unterschiede zwischen der Leberreinigung von Andreas Moritz und Florian Sauer herausarbeiten. Florian Sauer bietet die Leberreinigung auch als 7-Tage-Kur bei sich im Gesundheitszentrum in Haselbach an, so hat er ja eigentlich auch angefangen, das geht schon etliche Jahre, dass er Menschen begleitet, also in einer Gemeinschaft, da gibt es dann auch ein Austausch, eine Unterstützung, eine Begleitung und man geht auch viel zum Beispiel wandern. Und für diejenigen, die sich das zutrauen, gibt es seit einigen Jahren auch das Angebot, die Leberreinigung zu Hause durchzuführen. Da kann man dann beim Florian Sauer auf der Webseite Pakete bestellen, so Päckchen bestellen. Da hat man dann alle Utensilien für die Leberreinigung. Ich blende euch mal ein Foto ein von meinem Päckchen, was ich bestellt habe. Da waren zum Beispiel verschiedene Tees dabei. Lebertee, Nierentee, Steinbrechertee, grüne Mineralerde, dann grüner Kaffee, das ist dann vor allem nach der Gallenblasenleberreinigung für den Einlauf, also man macht dann einen Einlauf mit grünem Kaffee, dann Mariendistelöl ist dabei und dann ist noch ein Beutelchen dabei mit so einem Baumwolllappen und darin ist dann noch mal eine kleine Flasche Rizinusöl und das ist dann gerade das Mariendistelöl, das Rizinusöl und der Baumwolllappen ist dann für diesen Ausleitungstag. Als ich vor 2 Jahren das erste Paket für diese Gallenblasenleberreinigung nach Florian Sauer bestellt habe, war noch eine Glyso-Pumpe dabei und eine sehr, sehr ausführliche Anleitung für die Leberreinigung, die einen wirklich sehr, sehr gut durch diese Tage führt. Florian Sauer schreibt zur Leberreinigung unter anderem Folgendes. Unsere natürliche Methode beruht auf einem sehr alternativen Grundverfahren russischer Entgiftungsmethoden. Alternative bekannte Autoren sind Hulda Clark und Andreas Moritz. Die wundersame Leber- und Gallenblasenreinigung können wir hier für die fachlichen und sachlichen Grundlagen sehr empfehlen. Leberreinigungen sind Unterstützungen für Selbstheilungsprozesse. Sie sollen dem Anwender Grundvoraussetzungen für Gesundheit mit entsprechender Ernährungs- und Lebensumstellung bieten. Nach unserer Erfahrung kann dies nur in einem gereinigten und lichten Körper möglich sein. Aus all den verschiedenen Leber- und Gallenblasenreinigungsmethoden, die über die Zeit entstanden sind, haben wir eine ganzheitliche, natürliche und funktionellere Gesamtmethode ohne Chemie und nötige Urlaubszeit entwickelt. Sie soll dem Anwender bei genauer Durchführung vor allem ein effektives Ausscheidungsergebnis von Körpergiften ermöglichen. Laut unseren freien und eigenen Studien, die nicht durch schulmedizinische oder pharmazeutische Vereine zensiert wurden, haben wir damit sehr wirkungsvolle Ergebnisse erzielt, die wir mit verschiedensten Heilungsberichten und zur Verfügung stehenden Personen belegen können. Ich habe noch was ganz Wichtiges vergessen. In diesem Paket war auch herausgelöste Cassia Fistula in einem Schälchen. Das habe ich schon im Kühlschrank aufbewahrt und dann vergessen mit zu dem Foto dazuzulegen. Und die Cassia Fistula, die nimmt man in den Tagen der Leberreinigung, um einfach den Darm zu entleeren. Das war damals zum Beispiel bei Andreas Moritz nicht der Fall. Da hat man teilweise auch Bittersalz getrunken oder nur Einläufe gemacht. Und ich finde Cassia Fistula eigentlich auch eine wunderbare Reinigungsmethode, weil sie von oben nach unten reinigt und nicht nur dann den Dickdarm, sondern auch durch den Dünndarm geht. Und das ist sehr, sehr effektiv für so eine Leberreinigung, für so eine Entgiftung der Leber. Ich habe den Florian zum Ende des Jahres in einem interessanten Kongress gesehen. Da hat er unter anderem Folgendes gesagt. Alle Dinge, die grün sind, die bezeichne ich als grüne Lichtkraft, sind Naturprodukte. Durch grüne Pflanzen entschleimt der Körper. Die Lymphe werden wieder beweglich, das fließt wieder ab. Der Gelee in den Lymphen, der wird flüssig und dadurch können die Sachen natürlich über das Blut, über die Leber, über den Darm, aber auch wasserlöslich über die Niere und als Schleim wirklich über den Darm abgegeben, ausgeschieden werden. Deswegen sind auch unsere Leberfastenkuren Entschleimungskuren. Das passt natürlich auch sehr gut zur schleimfreien, schleimarmen Ernährungs- und Lebensweise.
Wie bin ich jetzt in die Leberreinigung gestartet? Der erste Tag ist eher so ein leichter Tag, da kann man noch leichte Kost essen. Ich habe da einfach Säfte getrunken. Und am zweiten Tag der Gallenblasenleberreinigung startet man dann mit Säften, was ich sehr gut finde, dass es nicht nur Apfelsaft ist, sondern auch ein gewisser Anteil an Gemüsesäften. Da kann man Pastinake, Wurzelpetersilie, Süßkartoffel, Gurken, Sellerie, Fenchel, Kurkuma, Ingwer, das kann man alles sich frei auswählen. Es wird ein Angebot gemacht. Ich habe ja schon erwähnt, die Anleitung für die Leberreinigung ist da wirklich sehr, sehr genau. Da kommen einfach keine Fragen auf. Da wird man ganz gut durchgeführt. Dann trinkt man eben an dem zweiten Tag eine gewisse Menge an Saft. Dann gibt es die grüne Mineralerde, dann gibt es den Steinbrechertee, dann wechselt man immer zwischen Nieren- und Lebertee ab. Wird auch genau erklärt, wie man diesen Tee zubereitet. Das ist nicht einfach so, dass man einen Teebeutel hat und den ins Wasser hängt. Das sind so spezielle Tees, die werden so speziell zubereitet, beziehungsweise dürfen die eben nicht mit kochendem Wasser zubereitet werden. Also ich finde es eine sehr angenehme Entlastung, vor allem für diejenigen, die das Fasten sowieso gewöhnt sind, ist es vielleicht da leichter durchzugehen als für Menschen, die noch nie gefastet haben, aber man trinkt eine große Menge an Saft, verdünnt den auch mit Wasser und man kann da eigentlich auch gut durchgehen und ich empfand auch die grüne Mineralerde und die Tees als sehr unterstützend. In meinen Stories auf Instagram habe ich auch einiges geteilt von meiner Gallenblasenleberreinigung, zum Beispiel auch die Säfte, die ich mir presse. Auf Telegram habe ich auch einiges geteilt, da gab es auch Sprachnachrichten zur Gallenblasenleberreinigung. Wenn ihr mir dort noch nicht folgt, ich verlinke euch meinen Instagram- und Telegram-Kanal unter diesem Video, beziehungsweise findet ihr die Links im ersten angepinnten Kommentar. Und ich werde jetzt euch einige Sequenzen einspielen von meinen Säften, die ich während dieser Zeit getrunken habe. Jetzt presse ich den ersten Saft für meine Gallenblasenleberreinigung. Dieser Saft besteht aus vielen Äpfeln, Gurke, Fenchel, Kurkuma, Ingwer, Wurzelpetersilie und Stangensellerie. Die Zutaten für den nächsten Saft für meine Gallenblasenleberreinigung. Die Zutaten: ganz viele Äpfel, Gurke, Fenchel, rote Beete, Möhre, Kurkuma und Ingwer. Heute ist der vierte Tag meiner Gallenblasenleberreinigung. Heute ist auch der Ausleitungstag. Ich habe mir noch knapp ein Liter Saft gepresst aus Äpfeln, Stangensellerie, Gurke, Möhre, Kurkuma und Ingwer. Ich presse schon seit einigen Jahren meine Säfte mit dem Angel Juicer. Das ist der Rolls-Royce unter den Entsaftern komplett aus Edelstahl und mich überzeugt einfach seine Robustheit, die Saftausbeute, das leichte Reinigen und auch der leichte Auf- und Abbau. Und er ist vor allem auch sehr gut für grüne Säfte geeignet. Ich kann euch auch einen Entsafter empfehlen, der nicht so eine hohe Preisklasse hat, und zwar den Omega Juicer. Ich hatte vor dem Angel Juicer einen Omega Juicer, da war ich auch damit sehr zufrieden. Allerdings hatte er so ein bisschen eine Schwachstelle. Ich konnte keine Mono-Wildkräutersäfte entsaften. Ich musste dann immer noch Gurke, irgendwas Wasserhaltiges, Sellerie oder Fenchel dazugeben. Also wenn man wirklich Mono-Säfte pressen möchte aus Wildkräutern oder Sprossen, da ist der Angel Juicer wirklich sehr geeignet. Ihr findet den Link zum Angel Juicer bzw. auch zum Omega Juicer unter diesem Video bzw. im ersten angepinnten Kommentar. Florian Sauer empfiehlt auch Rohkostsäfte. Wenn man nicht die Zeit hat, sich Säfte zu pressen oder gar keinen Entsafter hat, kann man auch auf Rohkostsäfte umstellen oder umsteigen oder in dieser Zeit nutzen und sich die auch bei einer gewissen Adresse bestellen. Am zweiten und dritten Tag trinkt man also Säfte, unterstützt mit Tee und grüner Mineralerde. Am vierten Tag der Gallenblasenleberreinigung trinkt man auch Saft und es wird immer weniger. Also am zweiten Tag trinkt man noch eine große Menge mit Wasser verdünnt. Am dritten Tag der Gallenblasenleberreinigung wird schon weniger und am vierten ist es dann noch weniger. Man unterstützt immer gut mit Tees, Steinbrechertee, Nierentee, Lebertee und der grünen Mineralerde. Am zweiten und dritten Tag trinkt man auch Cassia Fistula, um den Darm zu entleeren. Und dann auch noch zwischen vierten und fünften Tag, irgendwann morgens, ich glaube auch so gegen 8 Uhr, trinkt man noch das dritte Mal Cassia Fistula oder nimmt das zu sich, um dann eben die Darmentleerung, gerade auch mit diesen ganzen Spülungen, die dann im Darm passiert, in der Leber passiert sind, um das alles auszuleiten. Und das ist wirklich sehr, sehr effektiv. Der vierte Tag der Gallenblasenleberreinigung, das ist ein bisschen eine Herausforderung dann am Abend, denn das heißt, man sollte zwischen 160 und 200 Milliliter Öl trinken.
Ich habe mich für Mariendistelöl entschieden. Das ist wirklich eine gute Wahl. Das ist ein Öl, was ich sehr gut vertrage. Olivenöl vertrage ich zum Beispiel nicht so gut. Das habe ich in den Reinigungen mit Andreas Moritz immer getrunken. Und dann Grapefruitsaft. Ich glaube, das wurde sogar gemischt. Bei Florian Sauer wird es getrennt. Da werde ich dann später nochmal drauf zurückkommen. Das ist ja auch nochmal so ein Unterschied, so eine Weiterentwicklung. Bei Andreas Moritz habe ich Olivenöl und Zitronensaft gemixt und dann getrunken. Und da war es mir nachts immer übel. Also mir war bei jeder Gallenblasen-Leberreinigung übel. Also gefühlt habe ich dann monatelang kein Olivenöl mehr verwenden können oder Grapefruit essen oder den Saft daraus trinken können. Da wurde es mir immer leicht übel. Da musste ich immer an diese Übelkeit denken. Und jetzt bei dieser weiterentwickelten Variante nach Florian Sauer ist das überhaupt nicht so. Also ich habe überhaupt kein Problem mit dem Mariendistelöl, auch da jetzt dran zu riechen oder irgendein Problem mit Zitronen. Wenn ich daran rieche, kommt keine Übelkeit hoch und dann weiß ich, ich habe die richtige Leberreinigung für mich gefunden. Heute ist der vierte Tag meiner Leberreinigung. Heute ist der Ausleitungstag. Ich habe jetzt schon 2 Liter verdünnten Saft getrunken, Tees getrunken und am Abend ist die Ausleitung dran. Ich starte jetzt gleich mit einem Leberwickel. Ich habe hier einen Stofflappen, der ist in Rizinusöl getränkt. Dann trinke ich 200 Milliliter Mariendistelöl und danach gleich 200 Milliliter Zitronensaft. Der Abend des vierten Tages der Gallenblasenleberreinigung ist schon so eine kleine Herausforderung für mich gewesen. Ich habe 180 Milliliter Mariendistelöl getrunken und das ist so viel Öl, wie ich vielleicht im Jahr zu mir nehme. Ich verwende relativ wenig Öl, vielleicht mal für ein paar Rezepte, aber sonst so für Salate eher weniger. Ich verwende dann eher ganze Hanfsamen, also geschälte Hanfsamen statt Hanföl. Ich verwende eher Walnüsse statt Walnussöl, lieber ganze Oliven als Oliven und so weiter. Und da war das schon ein bisschen eine Herausforderung, aber das hat ja so einen leicht nussigen Geschmack, das Mariendistelöl. Ich habe es dann auch ganz gut überstanden. Lustig ist, wenn man dann 200 Milliliter Zitronensaft trinkt, weil man dann unfreiwillig Grimassen zieht. Und gerade wenn noch jemand dabei ist und man trinkt gegenseitig, also man trinkt abwechselnd von diesem Zitronensaft, ist das wirklich sehr witzig und man kann es mit Humor nehmen. Und diese große Herausforderung, das Öl zu trinken, ist dann ganz schnell, verblasst dann ganz schnell, wenn man das alles ein bisschen mit Humor sieht. Vorher legt man sich noch einen Leberwickel, das ist ganz wichtig, weil sobald man diese Mischung oder erst das Öl und dann den Zitronensaft getrunken hat, muss man sich hinlegen und dann auch in einer gewissen Position mindestens 3 Stunden verharren. Man sollte sich nicht groß bewegen, damit man diesen Prozess, diesen Spülprozess, der dann in Gang gesetzt wird durch dieses Öl, durch diesen Zitronensaft, damit es nicht gestört wird. Also ich empfand das als sehr angenehm wieder. Schon das zweite Mal eine Leberreinigung ohne Übelgefühl in der Nacht. Sehr, sehr angenehm, habe auch sehr gut geschlafen. Ich bin dann irgendwann zwar gegen 3 aufgewacht und konnte 2, 3 Stunden, glaube ich, gar, oder 2 Stunden gar nicht einschlafen, habe es aber viel zur Reflexion und zum Nachdenken genutzt. Das war sehr, sehr angenehm. Und mir hat auch dieser Leberwickel mit der Wärmeflasche sehr, sehr gut getan. Und ich weiß auch, dass ich das jetzt weiter in meinen Alltag integrieren werde, regelmäßig Leberwickel zu machen mit Rizinusöl und dann einer Wärmeflasche. Also es ist wirklich sehr, sehr angenehm. Das hat mir sehr gut getan und auch meiner Leber. Und generell die Leberreinigung danach war wieder so eine Leichtigkeit. Das ist ja sowieso, wenn man fastet, Nahrung weglässt und dann auch noch unterstützt mit Cassia Fistula, dass dann jeden Tag der Darm entleert wird. Man trinkt tolle Tees, die auch nochmal die Entgiftungsorgane Leber und Niere unterstützen. Also für mich war das wieder ein sehr schöner Prozess, wo auch nochmal im Inneren einiges in Gang kommt, wo auch nochmal im Inneren einiges so hochkommt und auch aufgelöst wird. Und ich kann euch auf alle Fälle die Gallenblasenleberreinigung nach Florian Sauer empfehlen, entweder in Haselbach im Gesundheitszentrum oder aber auch zu Hause, wenn ihr euch das zutraut. Zum Schluss komme ich auf die Unterschiede. Ich habe ja schon erwähnt, die Leberreinigung nach Florian Sauer ist modifiziert und weiterentwickelt. Ich habe euch ja aus dem Anwendungsheft kurz vorgelesen, diesen Text. Das ist ja auch die Basis für Florian Sauer gewesen, diese Gallenblasenleberreinigung nach Hulda Clark bzw. nach Andreas Moritz. Ich habe mir jetzt hier so eine Liste gemacht. Unterschied zwischen dieser Basisleberreinigung und Florian Sauer. Zum Beispiel, beim Andreas Moritz konnte man normal essen, man musste so einige Regeln beachten. Und der Florian Sauer, der geht dann eher ins Fasten. Am ersten Tag noch so leichtes Essen und am zweiten, dritten, vierten Tag wird dann eben mit Säften gefastet, 30% Gemüse, 70% Apfel. Und Andreas Moritz hat, glaube ich, ob das 0,3 Liter Saft war, bin ich mir nicht mehr so sicher, aber man hat dann Apfelsaft getrunken. Ich habe damals zum Beispiel Bio-Apfelsaft aus der Flasche getrunken, weil ich gar keinen Entsafter hatte. Das hat er auch empfohlen, am besten frisch gepresst und wenn möglich frisch gepresst oder sonst eben Bio-Apfelsaft aus einer Flasche. Also fand ich jetzt nochmal eine Weiterentwicklung,
selber pressen für die Leberreinigung und dann noch einen Gemüseanteil dabei. Das fand ich für mich auch sehr hilfreich, weil ich eher reine Obstsäfte oder gerade reine Apfelsäfte eher selten oder eigentlich überhaupt nicht trinke. Sehr angenehm finde ich auch das Entgiften oder das Darmentleeren mit Cassia Fistula. Das praktiziere ich ja schon seit einigen Jahren. Und bei Andreas Moritz wird Bittersalz empfohlen. Also Bittersalz, Glaubersalz, das sind so Abführmittel, die bekomme ich überhaupt nicht. Das ist wirklich widerlich. Also ich brauche da wirklich eine ganze Zeit, um das zu trinken. Und mein Körper wehrt sich total dagegen. Und mit Cassia Fistula geht es so einfach und ja auf natürliche Art und Weise. Andreas Moritz hat für die Leberreinigung Olivenöl empfohlen und bei Florian Sauer, wenn man sich sein Paket bestellt, für die Leberreinigung kann man zwischen Mariendistelöl und Olivenöl wählen. Da gibt es noch so eine kleine Beschreibung dazu und da habe ich mich bei Mariendistelöl eher wiedergefunden und das wird auch dann empfohlen, wenn Menschen eher zur Übelkeit neigen, also gerade beim Genuss von Öl und da ist wirklich für mich Mariendistelöl die erste Wahl. Andreas Moritz hat Grapefruit dazu empfohlen. Und Florian Sauer Zitronensaft. Ich glaube, er sagt auch, weil die Grapefruit einfach zu hoch gezüchtet ist, zu süß gezüchtet ist und da ist die Zitrone einfach natürlicher. Sehr angenehm finde ich auch, dass das Öl und der Zitronensaft bei Florian Sauer nicht gemischt wird, sondern dass das hintereinander weggetrunken wird. Erst das Öl, eine kurze Pause, dann der Zitronensaft. Und bei Andreas Moritz habe ich immer das Olivenöl und den Grapefruitsaft gemischt. Und das war wirklich eine ganz große Herausforderung für mich, dieses Gemisch zu trinken. Es ist auch eine Herausforderung, das Öl zu trinken, aber ich fand es dann doch im Nachgang viel angenehmer, erst das nussige Öl zu trinken und dann den Zitronensaft. Also war teilweise ist zwar sehr sauer, aber irgendwie war es tatsächlich auch in einer gewissen Weise auch ganz lecker. Die Leberreinigung nach Andreas Moritz liegt bei mir schon eine ganze Weile zurück. Ich hatte ja nur das Buch und habe mir dann einiges besorgt. Olivenöl, Saft, Grapefruitsaft, Bittersalz und sehr angenehm finde ich bei Florian Sauer, dass man sich eben das dort bestellen kann. Da ist alles dabei, was man braucht, was man benötigt. Und dann hat man eben noch diese ganzen Tees. Nierentee, Lebertee, Steinbrechertee, die grüne Mineralerde oder auch den grünen Kaffee für den Einlauf. Also das empfinde ich wirklich als sehr angenehm. Bei Andreas Moritz habe ich mir damals, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, auf die Leber nur eine warme Wärmeflasche gelegt, also ein Handtuch drüber und dann eine Wärmeflasche. Und bei Florian Sauer hat man ja noch den Baumwolllappen, Rizinusöl, man macht da so einen richtigen schönen Wärmewickel und dann noch die Wärmeflasche drauf. Das ist wirklich sehr, sehr unterstützend für die Leber. Also das kann ich eben nur empfehlen. Also das ist wirklich eine weiterentwickelte und modifizierte Form. Wenn ihr euch für die Leberreinigung nach Florian Sauer interessiert, dann setze ich euch seine Webseite, den Link zu seiner Webseite unter dieses Video beziehungsweise findet ihr den Link im ersten Kommentar. Da ist alles gut erklärt. Da könnt ihr euch überlegen, ob diese Art der Leberreinigung etwas für euch ist, ob ihr das in Haselbach durchführen möchtet oder vielleicht sogar zu Hause. Wenn ihr euch für Ernährung und Gesundheit interessiert, dann kann ich euch die Fernausbildung zum Ernährungsberater, zur Ernährungsberaterin mit Schwerpunkt Rohvegan von Deine Ernährung empfehlen. Ihr findet den Link unter diesem Video bzw. im ersten angepinnten Kommentar. Da könnt ihr euch weiter informieren. Das war's von mir, mein Erfahrungsbericht zur Gallenblasen-Leberreinigung nach Florian Sauer. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, ihr konntet euch einiges daraus mitnehmen. Hinterlasst mir gerne eure Gedanken, Kommentare unter diesem Video. Ich freue mich sehr über jeden Austausch. Schreibt auch gern, ob ihr auch schon mal eine Gallenblasen-Leberreinigung durchgeführt habt, nach wem und wie eure Erfahrung damit war. Ich wünsche euch noch alles Gute, alles Liebe, ganz viel Mut und Kraft und Zuversicht. Bis ganz bald.